Hallo liebe Bierliebhaber, mein Name ist Björn, ich bin Biersommelier und begrüße euch herzlich auf dem YouTube-Kanal der Bierliebhaberei. Wir sind jetzt am vorletzten Tag, am vorletzten Türchen des Craft Beer Adventskalenders von Björn Bier. Wir haben jetzt jeden Tag ein Türchen geöffnet, sind jetzt hier schon fast am Ende. Und leider werden wir jetzt heute ja dann schon das vorletzte Türchen öffnen. Gucken wir doch einfach mal, was dahinter verbirgt. Man sieht es schon auf dem Deckel. Es ist ein Brugge Tribbel. Also ein belgisches Triple, das wir hier wieder haben. Die Brauerei des Bieres ist die Brauerei Palm. Die kommen aus Steenhoffel, haben da auch schon eine relativ lange Geschichte in der Sicht. Und wir hatten ja auch schon das Rodenbach-Bier in unserem Adventskalender gehabt. Das wird unter anderem nämlich mittlerweile auch von der Brauerei Palm produziert. Generell ist das eine belgische Brauerei, die sich vor allem auf Amber-Biere fokussiert, aber ein sehr, sehr weites Portfolio auch mit unterschiedlichen Marken aufgebraut hat. Beim Triple handelt es sich wieder um einen belgischen Bierstil. Auch hier wird im Normalfall ein bisschen Zucker zugegeben. Der Fokus bei Triple-Bieren liegt aber vielmehr auf der Hefe, denn die Hefe bringt bei solchen Bieren nochmal so eine leichte Gewürznote mit rein. Wir haben hier Biere, die gehen vom Alkoholgehalt schon ein bisschen höher. Wir sind hier bei 7-10% Alkohol und vom Alkohol her reicht sich das Ganze in Belgien so ein, dass man erst die Blond Ales hat, dann die Dubels und dann kommt das Triple. Und auch hier ist der Fokus nicht so stark auf dem Hopfen. Man hat schon eine gewisse Bitterigkeit, die geht teilweise sogar bis 45 IBU. Dadurch, dass diese Biere aber auch wieder ein bisschen stärker karbonisiert sind, hat man hier auch, und viel Alkohol haben, hat man aber auch hier wieder den Punkt, dass der Hopfen auch hier wieder sehr stark im Hintergrund ist und man sich eher auf den Körper des Bieres und die Aromenvielfalt, die die Hefe dem Bier bringt, konzentriert. Gerade so Triple-Biere reifen meist in der Flasche nochmal nach. Teilweise nimmt man dafür sogar nochmal eine zweite Hefe, die das Bier noch ein zweites Mal vergären lassen soll. Dadurch sind solche Biere auch immer ein bisschen trockener. Aber das ist natürlich wieder sehr davon abhängig, von welcher Brauerei die Biere stammen. Ansonsten zum Food Pairing bei solchen Bieren gehen natürlich auch wieder sehr gut zu Desserts. Auch hier optimal zu einem Steak dazu. Natürlich kann man sowas aber auch in Kombination mit einem etwas fettigeren Salat genießen oder auch im Hauptgang mit was Frittiertem. Aber dann kommen wir doch mal jetzt zu dem Brugge Tribbel. Das ist jetzt ein Tribbel nach Brügge Art. Die haben eine ganz eigene Gewürzmischung dann auch hier wieder für Triple genommen. 8,7% Alkohol. Das ist, glaube ich, das stärkste Bier, das wir bisher hatten. Also schon einiges. Gucken wir es uns doch einfach mal an. Wir sehen hier nicht ganz feinporigen weißen Schaum, aber auf jeden Fall eine schöne Schaumkrone, sehr stabil obendrauf und schön weiß. Darunter ein goldgelbes Bier. Man sieht hier auch schon einiges an Kohlensäure aufsteigen. Das heißt, könnte jetzt ein bisschen kribbeln, aber vorerst riechen wir doch mal dran. Gewürznoten hat man hier auf jeden Fall, die so ein bisschen an Koriander, Nelken erinnern. Bananen hat man hier mit drin. So ein bisschen Aprikosenaromen, Biskuit rieche ich hier auch raus.
und empfinde hier auch noch schöne Zitrusnoten mit drinnen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Prost und zum Wohl. Das ist jetzt ein sehr intensives Bier, vorne eine schöne Süße, wandert relativ schnell, flüchtig, mit einer schönen Rezenz über die Zunge. Hinten raus wird es nochmal ein bisschen erwärmend, allerdings die 8,7% Alkohol sind sehr gut eingebunden in das Bier, die merkt man gar nicht so sehr. Zitrus- und Bananennoten, ein bisschen Biskuit hat man dann hinten auf der Zunge im Abgang. Dann aber auch gar keine bittere, sondern auch nochmal so eine ganz leichtes trockenes Mundgefühl bekommt man und ein sehr langanhaltendes Aroma. Man schmeckt das jetzt immer noch. Definitiv ein Bier, bei dem man aufpassen muss, dass man nicht zu schnell zu viel trinkt. Das war jetzt aber leider schon das vorletzte Bier. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was denn morgen am Weihnachtstag oder am Heiligabend denn so unsere Überraschung in dem Kalender sein wird. Das wird auf jeden Fall das letzte Bier und das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen klick doch hier unten auf den Abonnier-Button. Daneben ist so eine kleine Glocke. Wenn du da drauf klickst, verpasst du keins meiner neuesten Videos. Dann informiert dich YouTube nämlich direkt über jedes neue Video. Und sollte dir das Video jetzt heute gefallen haben, dann gib mir doch gerne einen Daumen hoch. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, euch morgen auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Und sage natürlich bis dann und macht's gut, euer Björn. Ciao, ciao.